Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 4 und heute mit einem ganz besonderen Fahrzeug, nämlich mit der Chevrolet Corvette C4 ZR1. Wenn man mich vor ein paar Jahren gefragt hätte, an welcher Stelle ich die Corvette denn einsortieren würde, die C4 in sämtlichen Generationen, dann hätte ich die C4 tatsächlich ganz unten angesiedelt. Vielleicht wäre die C1, die erste Baureihe der C1 mit den 3-6-Zylinder-Motor noch ein bisschen drunter, aber ansonsten die C4 wäre bei mir ganz unten gewesen. Aber seitdem hat sich einiges getan. Ich weiß viel mehr über dieses Fahrzeug und kann euch definitiv sagen, die Corvette C4, die ZR1 im Speziellen, ist nicht nur die Corvette, die am meisten unterschätzt wird, sondern auch wahrscheinlich sogar die revolutionärste Frontmotor-Corvette aller Zeiten. Und warum das so ist, das werde ich euch gleich erzählen. Wir werden die Corvette dann natürlich auch über die Teststrecke fahren, wenn ich sie schon in so hohen Tönen lobe, und wir werden noch ins Tuning reingehen. Erstmal haben wir hier eine Chevrolet Corvette ZR1 der vierten Generation aus dem Jahr 1995 mit einem 5,7 Liter V8 Saugmotor, dem sogenannten LT5 Motor, und das Ganze kommt auf 411 PS und 522 Newtonmeter Drehmoment auf 1,59 Tonnen Leergewicht. Von 0 auf 100 geht die ZR1 damit in 4,4 Sekunden, was für 95 echt sehr schnell ist eigentlich. Und die Topspeed wurde bei 290 km/h angegeben. In Tests allerdings lief die Corvette ZR1 regelmäßig über 300 km/h. Preislich lag sie umgerechnet mit Inflation bei ungefähr 97.500 Euro. Insgesamt wurden von der ZR1 knapp 6.900 Stück gebaut. Der Motor, dieser LT5-Motor, wurde auf Basis eines Lotus-Konzept tatsächlich aufgebaut. Lotus hat bei der Entwicklung da auch sehr stark mitgeholfen. Damals gehörte Lotus ja zu General Motors noch mit dazu. Und dieser LT5-Motor ist der stärkste Motor in einer Corvette C4, speziell in der 95er ZR1. Das hier ist also die stärkste Corvette C4 aller Zeiten. Das Fahrwerk allerdings ist auch von Lotus mitgearbeitet worden. Das Fahrwerk ist eine Abwandlung des Fahrwerks vom Porsche 959 und überarbeitet wurde das Ganze vom Lotus Formel 1 Team. Wo man dann schon mal anfangen könnte zu realisieren, okay, das hier ist vielleicht doch eine etwas besondere Corvette. Dann nochmal zu diesem Motor, dieser LT5 Motor. Der ist natürlich sehr stark, aber auch unfassbar robust gewesen. Und dadurch hat die Corvette C4 ZR1 einige Weltrekorde aufstellen können, unter anderem den 4-Distanz-Rekord über 24 Stunden, wo man eben die meiste Distanz in dieser Zeit zurücklegen muss. Dort ist die Corvette nämlich innerhalb von 24 Stunden 6793 Kilometer gefahren mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 283 km/h. Das war ein offiziell von der FIA anerkannter Weltrekord von einer Serien-Corvette C4 ZR1. Das ist schon gigantisch, vor allem wenn man vergleicht bei den 24 Stunden von Le Mans des gleichen Jahres, also 1995, war die Gesamtdistanz 13.600 Kilometer, ungefähr das Doppelte, allerdings gefahren von einem McLaren F1 GTR, was auf jeden Fall schon mal eine ordentliche Nummer ist, aber jetzt kommt es noch viel schärfer. Erst 2001, 6 Jahre später, wurde dieser Rekord übertroffen. Um knapp 1000 Kilometer, das ist ordentlich. Aber wenn man bedenkt, was es dafür gebraucht hatte, dann ist das nochmal ein Statement für die Corvette. Denn der Wagen, welcher diesen Rekord erst gebrochen hat, war der Volkswagen W12 Nardo. Und wir alle wissen, was das für ein brutales Viech ist. Also dann gerade mal 1000 Kilometer obendrauf, ist nochmal ein Statement für die C4. Aber gut, ich würde sagen, wir gucken uns den Wagen auch erstmal ganz kurz an. Wir haben Klappscheinwerfer, sehr geil. Ja, damals gab es noch die Regelung, dadurch, dass die Front ein bisschen sehr tief war und die Scheinwerfer aber auf einer gewissen Höhe sein mussten, musste man halt eben Klappscheinwerfer verbauen. Deswegen kamen die auf der C2 auch zustande. Und das hat sich halt ein bisschen durchgezogen. Ansonsten sehen wir hier ein Design, was sich sehr abwandelt von der C2 und der C3, was einfach daran liegt, dass diese Corvette nicht mehr von Sora R. Kostantov designt wurde, sondern von einem neuen Designer, dessen Name mir tatsächlich gerade leider entfallen ist. Ich weiß nur, sein Nachname müsste, glaube ich, McLellan sein, wenn mich nicht alles täuscht.
Aber ja, ansonsten sehr aggressives Design, sehr scharf auf jeden Fall, sehr kantig. Ich würde sagen, wir setzen uns mal rein und starten einfach mal diese Corvette. Alter Schwede, ist das ein geiler Sound, Forza. Holy shit, damit habe ich gerade echt nicht gerechnet. Das ist halt ganz anders als die ursprünglichen oder die eigentlichen V8-Sounds in diesem Spiel. Gefällt mir sehr gut. Ich würde sagen, ich habe die Performance von dem Wagen sehr gelobt. Das Ganze muss er jetzt allerdings auch noch beweisen, und zwar auf der Teststrecke. So, da ist sie nun an der Startlinie, die Chevrolet Corvette C4 ZR1, und darf loslegen. Ja, ich habe diesen Wagen ja als die revolutionärste Frontmotor-Corvette aller Zeiten betitelt. Und das liegt ganz einfach daran, dass sie den Grundstein gelegt hat für alle zukünftigen Corvette-Generationen und damit auch im Prinzip den Grundstein dafür gelegt hat, was die Corvette seither einfach grandios gemacht hat und wodurch sich die Corvette zum waschechten Supercar entwickelt hat. Und zwar hat man hier erstmals wirklich sehr aktiv auf ein gutes Fahrwerk geachtet. Wie gesagt, wir haben hier ein Fahrwerk, das dem des Porsche 959 extrem ähnelt, überarbeitet von Lotus F1 Team, einem der erfolgreichsten Formel 1 Teams damals. Das ist auf jeden Fall super, super ordentlich. Dazu eben dieser LT5 Motor, welcher auch ein unfassbar guter Motor ist, sehr, sehr leistungsstark. Und dazu noch relativ leicht sogar und sehr robust, also wirklich auch ein unfassbar guter Motor. Das hier ist wirklich, wahrscheinlich sogar, das erste Mal, dass die Corvette wirklich ein Supersportwagen war für die damalige Zeit. So zumindest meine These einfach mal, meine kackengreiste These, die ich hier in den Raum werfe. Die Corvette C4 ZR1, zumindest das 95er Baujahr, ist das erste Supercar in der Corvette-Baureihe. Könnt ihr gerne anderer Meinung sein, aber ja, wie gesagt, ich sehe das einfach so. So einfach ist das. Das ist meine Meinung zu dem Wagen mittlerweile. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, einige der Sachen, die ich über die Corvette C4 wusste, oder die ich über die Corvette C4 eben noch nicht wusste, haben mich sehr überrascht in der Recherche, die ich gemacht habe. Aber ich habe mich mit der C4 Corvette auch vorher noch nie so hundertprozentig auseinandergesetzt. Ist auf jeden Fall sehr schön, dass ich das hier jetzt tun konnte. Und wir setzen eine Zeit von 2 Minuten 4, 4, 4, 5. Und damit ist die Corvette C4 ZR1 eine Sekunde schneller als ein Alpine A110. Das ist ordentlich auf jeden Fall. Knapp eine halbe Sekunde schneller als ein Alfa Romeo 33 Stradale, auch ordentlich definitiv. Schneller als ein Cadillac ATS-V Coupé. Und ja, gerade mal knapp 8/10 hinter einem BMW M3 E92 und einem Audi TTS aus dem Jahr 2015. Das ist eine extrem ordentliche Zeit, muss man ganz klar sagen. Auch gerade mal eine Sekunde hinter dem Honda NSX RGT. Also der wirklichen, ja, fast schon Rennversion vom Honda NSX. Also das ist wirklich, muss man sagen, eine sehr, sehr starke Zeit für die Corvette hier. Und das zeigt einfach nur, dass im Prinzip das, was ich vorher alles gesagt habe, nicht nur einfach auf dem Blatt Papier gut aussieht, sondern sich auch wirklich, ja, praktisch gut umsetzt. Denn das Fahrverhalten von der Corvette C4 ist grandios. Ehrlich, ich kann es nicht anders sagen. Das ist wirklich gerade für 1995 ein super, super sportliches Fahrverhalten in dieser Corvette hier. Das muss ich ganz ehrlich eingestehen. Habe ich vorher auch einfach unterschätzt. Sonst hätte es viel früher schon eine neue Folge mit der Corvette hier gegeben. Aber ja, wir gehen jetzt mal zum Tuning über. Und da gibt es eigentlich wenige Sachen, die ich ändern möchte. Weil das hier ist eigentlich wirklich in der ZR1 ein super gutes Zusammenspiel aus Kurvenlage, Beschleunigung. Okay, Bremsen könnten vielleicht Tacken besser sein, wobei die eigentlich auch ganz okay waren.
Also ja, wirklich alles in allem ein super performantes Fahrzeug, muss ich wirklich sagen. Und da merkt man einfach nur mal wieder, setzt euch mit einem Fahrzeug auseinander. Das habe ich jetzt am eigenen Leib gespürt. Mal wieder. Wie gesagt, vor ein paar Jahren war die Corvette C4 für mich immer noch wahrscheinlich so die unattraktivste Corvette. Und jetzt einfach, wo ich weiß, wie viel sie für die Corvette-Baureihe allgemein bewirkt hat, ist sie für mich extrem im Ansehen gestiegen. Weil wenn die C4 richtig gefloppt wäre, was sie nicht ist, by the way, es wurden weit über 300.000 Modelle der C4 insgesamt verkauft. Das ist okay für so einen Sportwagen. Wenn das nicht funktioniert hätte, dann hätten wir die Corvette vielleicht gar nicht mehr. Oder zumindest nicht in diesem Supersportwagen-Konzept. Dann wären sie vielleicht eher wieder Richtung C3 und C2 zurückgegangen. Und dann wäre die Corvette eben wieder mehr so ein Power-Fahrzeug. Also ja, die sportlichen Aspekte aktueller Corvettes haben wir der C4 zu verdanken. So, dann gehen wir aber erstmal ins Tuning rein. Wir können natürlich einen modernen LS reinbauen. Lass mal sein. Oder ein Viper V10, braucht auch kein Mensch. Turbo oder Kompressor, brauchen wir beides nicht. Ja, das sieht natürlich super geil aus, definitiv. Ja. Geil. Alter, ist der Flügel schmal. Das passt hier hinten und vorne nicht. Wortwörtlich. Also sowohl vorne die Forza Aero passt nicht und hinten auch nicht. So, ich würde sagen, du kriegst einfach mal ganz attraktive Sportreifen. Komm, warum nicht? 275er haben wir vorne schon. Hinten 315er. Ja, reicht eigentlich, ne? Mehr brauchen wir nicht. So, Reifen können wir aber trotzdem ein bisschen rausholen. Das tut gut, definitiv. Ja, komm, eine Straßenkupplung einfach mal und ein Sportgetriebe. Sportantriebswelle und ein Renndifferenzial. Bin mir noch nicht sicher mit der Spur. Vielleicht müssen wir die hinten ganz rausholen, weil das Ding ist, vorne ist die schon sehr weit draußen. Nee, komm, wir lassen die einfach drin. Vorne und hinten. Sieht ja ganz okay aus. Dann würde ich sagen, ja komm, kriegst du wenigstens Rennbremsen und ein Sportfahrwerk. Dann allerdings Rennstabilisatoren. Gewicht gehen wir dann mal runter auf, ja, auf 1,25 Tonnen. Jo, genau. Nee, wir gehen auf 1,5 gerade mal runter. Dann würde ich sagen, Leistung kriegst du einfach nur einen Rennauspuff und das war's eigentlich schon, würde ich sagen. Haben wir gerade durch den Auspuff 40 Kilo aus der Corvette rausgenommen? Uff. Auch nicht schlecht. Definitiv auch nicht schlecht. So, ja, das sollte der Corvette eigentlich schon gut genug tun, denke ich mal. Aber ja, wir gucken mal. Wir gucken einfach mal. So, stellen sie jetzt einfach nur noch mal ein bisschen ein. Wäre schon geil, wenn sie zumindest ein bisschen knackiger fahren würde. Ja, die letzten, der fünfte und sechste Gang sind halt sehr lang. Bin ich mir nicht sicher, ob wir da vielleicht doch sogar aufs Renngetriebe gehen müssen, aber das Getriebe von der C4 ist halt allgemein super lang. Ich hoffe einfach mal, dadurch, dass ich es jetzt ein bisschen kürzer gestellt habe, funktioniert das ein bisschen besser hier. So, ansonsten aber einfach mal die Standardeinstellung vor dem Herrn. Lackierung, ich würde sagen, wir lassen es einfach rot, oder? Also, ich meine, ja, es gibt sehr viele schöne Farben. Halt auch so typisch 90er Farben. Weiß finde ich auf der C4 prinzipiell auch sehr attraktiv. Oder hier so Türkis ist auch ganz geil eigentlich. Deswegen geht er dann so ein bisschen in die Grand Sport Richtung. Aber, nee, komm, die bleibt rot. Die bleibt einfach rot, kein Problem. Sieht schön aus, finde ich. Jawohl. So, das Getriebe ist ja jetzt doch ein Tacken kürzer, definitiv. Sollte dem Wagen eigentlich gut genug tun. So, die Hoffnung zumindest und die Sportreifen werden wohl für die Performance das Übrige tun. Aber ja, ich würde sagen, wir fahren einfach mal ein paar Runden Broadway Village.
Und dann gucken wir einfach mal. Retro Muscle ist halt kernbescheuert, dass der Wagen da drin ist, aber gut. Ich weiß nicht, wie oft ich das Thema schon hatte. So. Ja, gucken wir mal. Hier in der Klasse, genau, die C5 ist hier ja auch drin. Die C6 glaube ich nicht. Ich glaube, die C6 ist sogar schon in Modern Muscle drin. Ja, keine Ahnung. Eigentlich sämtliche Corvette-Modelle hier im Spiel von der C4 bis zur C7 müssten eigentlich in den jeweiligen Supercar-Kategorie sein. Also die C4, C5 meinetwegen in die Retro-Supercars. Und die C6, ja, die, na, ist halt schwierig. Die C6 würde ich vielleicht sogar auch in die Retro-Supercars. Ja, wobei, na. Nee, 2009 ist nicht Retro. Die C6 und die C7-Modelle dann halt natürlich in die Modern-Supercar-Kategorie. So würde ich es halt machen. Es wäre das einzig Sinnvolle, wenn wir ehrlich sind. Weil, naja, Muscle ist an den Dingern eigentlich relativ wenig. Aber gut. So. Ja, ich werde auch tatsächlich in letzter Zeit ein bisschen wärmer mit so 80er und 90er Jahre Fahrzeugen. Tatsächlich ist das eigentlich so die Epoche, die ich in der Vergangenheit nicht so sonderlich attraktiv fand irgendwie. Also klar, da waren schon einige sehr, sehr geile Fahrzeuge dabei. Hier jetzt gerade, wo ich den Firebird vor mir sehe, der auf jeden Fall natürlich. Die dritte Generation von Pontiac Firebird. Absoluter Traumwagen. Aber ansonsten gibt es halt echt super viele Fahrzeuge aus der Epoche, die ich einfach nicht so geil fand. Aber mittlerweile, ganz ehrlich, bin ich da voll am Start. Da sind einfach einige super, super geile Fahrzeuge entstanden, auch sowas wie ein BMW M3 beispielsweise. Stammt ja aus dieser Epoche. So. Ja, innerhalb der Corvette-Baureihe ist die C4 tatsächlich dann doch eine, die relativ, ja, ungeliebt ist leider. Und auch in den Verkaufszahlen hat man das gemerkt, wenn man halt die C3 beispielsweise hat. Die C3, gut, die wurde viel länger gebaut. Ich glaube von 67 bis 82 dürfte es gewesen sein. Also 15 Jahre ganz gut. Dann waren das, glaube ich, über eine halbe Million, die in dem Zeitraum verkauft wurden. Bei der C4 waren es dann eben, wie gesagt, nur noch ungefähr 340.000 waren es, glaube ich. In den späteren Jahren halt ungefähr 20.000 pro Jahr. Was dann halt auch dazu geführt hat, dass die Corvette C4 dann eingestellt wurde. Weil man sich dann doch einfach nicht mehr so richtig dafür interessiert hat. Aber die C5 Corvette hat dann ja im Prinzip alles genommen, was man in der C4 so geliebt hat. Und einfach nochmal besser gemacht. Also das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich. So, ich hätte auch immer noch sehr gerne die Corvette C8 hier im Spiel. Ich weiß nicht warum, ich hoffe immer noch, dass es passieren wird. Am geilsten wäre echt so ein Ami-Update mit Shelby GT500 und Corvette C8. Das wäre wirklich ein absolutes Träumchen. Ich hoffe einfach, es passiert. Die Corvette ist einfach eine amerikanische Ikone seit über 70 Jahren. Nee, nicht seit über 70 Jahren, seit knapp 70 Jahren. Wäre schon geil, wenn wir dann mal eine der revolutionärsten Corvettes aller Zeiten hätten. Hier im Spiel. Oder wahrscheinlich sogar overall betrachtet die revolutionärste Corvette. Nicht die revolutionärste Ford-Motor Corvette, das ist diese hier. Sondern allgemein die revolutionärste Corvette. Weil das ist die C8 einfach definitiv. Die C8 ist der krasseste Sprung in der Corvette-Historie. Das muss man ganz klar so betrachten. Und mittlerweile bin ich echt ein großer, großer Fan von der 8. Generation geworden. Beziehungsweise, was heißt mittlerweile geworden? Das war ich tatsächlich schon seit dem Tag, wo sie angekündigt wurde oder wo sie gezeigt wurde. Als halt erstmal so klar wurde, wo die C7 noch aktuell war, wo man von der C8 relativ wenig wusste,
Wo man dann allerdings wusste, so, sie wird ein Mittelmotor weicher, wie gesagt, habe ich schon häufiger erzählt. Damals echt kein großer Fan davon. Aber an dem Tag, wo sie angekündigt wurde, war für mich einfach klar bei der C8, hey, ganz ehrlich, das hätte die Corvette schon immer sein sollen. Und das stimmt ja eigentlich auch, das hätte die Corvette schon immer sein sollen. Wir hatten ja vorhin Zora A. Kostantov angesprochen. Und Zora war damals ja so der Leiter der Corvette allgemein. Man nennt ihn auch den Vater der Corvette. Und Zora wollte für die C2 schon einen Mittelmotor haben. Man hat es halt nicht gemacht. Und jetzt ist es endlich soweit. Deswegen finde ich ja die Leute so geil, die sagen, nee, die Corvette war schon immer Frontmotor und soll schon immer Frontmotor sein. Das ist faktisch falsch. Es gab auch schon super, super viele Mittelmotor-Corvette-Konzepte. Unter anderem auch eins, welches auf der C4 basierte. Und ja, ich glaube, der einzige Grund, warum man sich wirklich immer wieder dagegen entschieden hat, war einfach Budget. Es ist halt einfach ein sehr, sehr krasser Sprung von Frontmotor auf Mittelmotor zu gehen. Das ist ja eine grundlegende Änderung an Konzept. Es ist ja nicht einfach nur, wir nehmen den Motor und schieben ihn woanders hin. Nein, das ist ja wirklich, du musst ja alles überarbeiten. Die ganze Gewichtsverteilung ändert sich etc. Da funktioniert ja gar nichts mehr. So. Ja, wir dominieren hier auf jeden Fall gerade ganz gut weg, kann man sagen. Fahren vielleicht auch jetzt nochmal das Rennen hier im Innenraum zu Ende. So. Ja, es gab tatsächlich auch ein paar, ich glaube 25 waren es, 25 Prototypen. Oder waren es 40? 40 oder 25? Eines von den beiden Prototypen der Corvette C4 mit einem aktiven Fahrwerk aus einem Konzeptfahrzeug des Motorsports der Corvette C4. Das Ganze hat sich dann für die Serie nicht durchgesetzt vorerst, aber wie gesagt, so ungefähr, ich meine es waren 40, gab es davon. Wovon eine dann auch bei Barrett Jacksons Auktionen verkauft wurde für 90.000 Dollar waren es, glaube ich, damals. Also ja, man hat mit der Corvette hier definitiv ordentlich rumexperimentiert, kann man sagen. So. Und ganz ehrlich, dieser Wagen braucht einfach ein bisschen mehr Liebe. Hashtag mehr Liebe für die C4 Corvette. Oder für die Corvette C4. Hashtag mehr Liebe für die Corvette C4. So, bam. Morgen trendet das auf Twitter, ich sage es euch. Nee, aber da ich mir ja relativ sicher bin, dass von euch einige wahrscheinlich aufgewachsen sein werden, wo die Corvette C4 gerade so das aktuellste Corvette-Modell war, schreibt mir doch mal sehr, sehr gerne, wie euer Standpunkt zu diesem Wägelchen hier ist. Würde mich sehr interessieren, gerade aus der Sichtweise von Leuten, die eben mit der C4 aufgewachsen sind. Sie wurde ja gebaut von 83 bis 96. Das ist auch ein echt langer Zeitraum. Bin ich sehr gespannt auf jeden Fall, was ihr da so dazu schreibt. Bei mir, wie gesagt, ist sie enorm im Ansehen gestiegen durch meine Recherche. Und das zeigt mir eben auch, selbst wenn ich der Meinung bin, ein Fahrzeug nicht zu mögen, ist es vielleicht gar nicht schlecht, sich trotzdem mehr damit auseinanderzusetzen. Alright. Dann würde ich sagen, fahren wir doch mal das letzte Event heute. Nochmal schön gegen Firebird, Viper und GNX. Der erste Gang ist jetzt perfekt eigentlich von der Übersetzung. Das funktioniert. So, jawohl, die C5 voll im Drift.
Man muss halt auch sagen, die C5 ist eigentlich nur die C4 in rund. So doof, wie es klingt, also optisch halt betrachtet. Technisch gesehen großer Unterschied, aber optisch ist es eigentlich so die C4 in rund. Mehr ist es eigentlich nicht. Was aber auch sehr geil sein kann, definitiv. So, die da vorne sind leider jetzt sehr, sehr gut weggekommen vom Start. Aber jetzt kommt hier ein sehr kurvenreicher Abschnitt. Ich nehme mal an, da können wir uns hier schon am einen oder anderen vorbeisetzen. Ja, du musst dann kriegen wir vor der Kurve. Sehr gut, dann haben wir da vorne jetzt noch einen Foxbody, dürfte es glaube ich sein. Der Foxbody ist auch das Schweizer Taschenmesser, der Mustang-Baureihe. Aus dem Ding kannst du ja alles machen. Ah ne, das ist kein... Upsi. Ja, vom Hexer, das irgendwie... aus der Ferne ein bisschen aus wie ein Foxbody. Ne, das ist ein Holden. Aber nein, tatsächlich, der Punkt, den ich angebracht habe, stimmt ja eigentlich. Der Foxbody ist ja das Schweizer Taschenmesser der Mustang-Baureihe. Das Ding gibt es als Drifter, das Ding gibt es als Dragster, als Offroader... als Cruiser, als High-Performance-Fahrzeug, da kannst du alles draus machen. Der Teile-Shop für den Foxbody Mustang ist astronomisch groß. Also wirklich, so doof wie klingt, aber der Foxbody Mustang ist eine amerikanische Tuning-Ikone. Muss ich auch mal wieder ausfahren, definitiv. Bin ich, glaube ich, im LP noch gar nicht gefahren. Was auch einfach daran liegt, dass ich den Foxbody... nie so richtig mochte. Aber ist wahrscheinlich ein ähnliches Ding dann wie bei der C4 Corvette hier. Weil mittlerweile mag ich den Foxbody echt wirklich sehr, sehr gern und akzeptiere ihn auch definitiv als Mustang. Was ich früher nicht getan habe. Für mich war der Foxbody immer etwas, aber halt kein Mustang. Aber doch tatsächlich mittlerweile sehe ich den Foxbody da in der Familie voll drin. So, hinter uns ein Buick in der Verfolgung. Ja, der Buick GNX wurde ja damals auch tatsächlich nur eingebremst. Also der Buick GNX hätte eigentlich noch stärker werden sollen. Wurde allerdings dann eingebremst und letzten Endes auch eingestellt. Damit er keine Konkurrenz für die Corvette ist, tatsächlich. Da hat General Motors einfach gesagt, ne Leute, komm, das kann nicht sein, dass ihr da einfach so ein Coupé baut. Und das Ding dann halt unser Flaggschiff-Supersportwagen fertig macht. Das funktioniert nicht. Das war letzten Endes eigentlich der Grund, warum man den GNX nicht mehr gebaut hat. Also ja, jedes Fahrzeug hat so seine Schattenseiten, definitiv. Wobei, das Fahrzeug kann ja nichts dafür. Die Corvette hat ja nicht gesagt, ey, mach das mal nicht mehr. Das war ja General Motors. So, aber damit war es das dann für diese Ausgabe. Wie gesagt, schreibt mir sehr gerne, wie ihr zu der Corvette C4 steht. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!